werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Ackerstrakt und ich grüße euch herzlich zum dritten Video der Boys Love Week. Heute gibt es mal einen etwas besonderen Manga, wofür ich nämlich sogar eine kleine Ausnahme mache, meine sonstigen Review-Regeln. Und zwar Seven Days, der hierzulande bei Tokyopop erschienen ist. Und ja, ich würde sagen, wir reden nicht groß um den heißen Brei, sondern fangen direkt mal an, worum es in Seven Days erstmal überhaupt geht. Es dreht sich um Seiyuu, einen Typen, der jeden Montagmorgen eine neue Freundin hat. Und zwar immer die erste Person, die ihn fragt. Er hat halt die Regel, immer nur eine Woche mit einer Person zusammen zu bleiben. Eben eines Montagsmorgens jedoch fragt ihn nicht als erstes ein Mädchen, sondern der 2 Jahre ältere Oberschüler Yuzuru, der halt einfach aus Spaß gemeint hat, hey, warum sind wir nicht diese Woche ein Paar? Und Seiyuu nimmt das halt einfach ernst und verhält sich von da an für eine Woche wirklich wie ein Paar. Also wirklich, als wäre er der Freund von Yuzuru. Und dadurch entsteht eine der wichtigsten Wochen im Leben dieser beiden. Doch jetzt mal kurz, warum ich für Seven Days eine Ausnahme mache, beziehungsweise was diese Ausnahme ist. Denn man muss sagen, die deutsche Ausgabe, sowohl in der normalen wie auch in der Hardcover-Fassung, ist überall schon vergriffen. Also die Taschenbuchfassung kriegt man noch einigermaßen, aber die Hardcover-Fassung nicht mehr so. Und eigentlich empfehle ich vergriffene Sachen nur ungern. Weil ich selber weiß, es sackt so derbe, wenn man eine Reihe unbedingt lesen will, aber sie ist vergriffen. Zum Beispiel, ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass Tokyopop ein Fremder am Strand nachdruckt, weil ich einfach derzeit noch keinen guten Preis bei einem guten Händler gefunden habe. Aber macht man halt nichts gegen. Allerdings gibt es bei Seven Days eine Ausnahme, und zwar Seven Days erscheint auf Englisch in einer 2-in-1 Ausgabe, sprich alle Bände zusammen. Und es hat halt simples Englisch, also finde ich, man kann das trotzdem empfehlen, dass Seven Days halt wirklich gut ist. Doch genug davon, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur eigentlichen Review des Manga. Und da muss ich einfach sagen, Seven Days ist halt, wie schon erwähnt, wirklich toll. Zum einen das Setting. Das Setting ist relativ simpel mit, ja, es spielt halt innerhalb von einer Woche. Und zwar halt wirklich innerhalb einer Woche. Deswegen Band 1 ist halt Monday to Thursday und Band 2 ist Friday to Sunday. Weil man kennt es, auch viele Manga würden wahrscheinlich sagen, ja, im ersten Kapitel ist das jetzt eine Woche und danach über Monate hinweg baut sich das auf oder Wochen. Hier ist es wirklich nur innerhalb von einer Woche. Und das gefällt mir total, weil es halt auch zeigt, wie schnell Liebe eigentlich entstehen kann. Und es ist so simpel, aber wirklich effektiv und einfach mal was anderes. Da muss man auch einfach sagen, die Charaktere wirken glaubhaft und realistisch. Ne? Ganz besonders Seiyuu, mit seinen eigenen Problemen und eben den Gründen, warum er nur jeden Montag, warum er jeden Montag halt eine neue hat, also warum er halt nicht keine Beziehung länger führt als eine Woche, finde ich sehr interessant. Und es ist per se nichts Tiefgründiges, aber so wie die Geschichte erzählt wird mit den Emotionen und Co., fühlt es sich glaubhaft an und einfach, es macht Spaß zu lesen. Und dann natürlich auch noch die Zeichnungen. Also holy fuckeroni, die Zeichnungen sind wirklich toll. Also es ist kein Wunder, dass Tokyopop nicht nur Seven Days von der Zeichnerin geholt hat. Das Einzige, was halt schade ist, von der Autorin gab es danach nicht mehr wirklich Werke. Ich glaube, danach gab es vielleicht mal ein Werk oder so. Das ist schade, weil mit Seven Days hat sie halt echt einen der beliebtesten Boys Love Manga überhaupt geschaffen. Und ich hätte da einfach gerne mehr von gesehen. Und ja, ich kann halt tatsächlich nichts Negatives zu Seven Days sagen. Ich finde die Reihe top. Also es macht Spaß. Es macht Spaß zu lesen. Es ist kurz, aber bleibt im Gedächtnis. Und es ist auch tatsächlich eine Reihe, wie ich finde, die man gut immer mal wieder von vorne lesen kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle möchte ich noch direkt ein fettes Dankeschön an Manga Kania ausrichten, die mir damals den ersten Band verkauft hatte, als dieser schon vergriffen war, für keinen Sammlerpreis, sondern tatsächlich nur für 5 Euro. Und dafür vielen Dank, dass ich dank dir diesen tollen Manga lesen konnte, weil ich wollte halt unbedingt die Hardcover-Ausgabe, weil ich liebe Hardcover. Und ja, meine abschließende Bewertung ist ganz klar eine 9 von 10 für dieses Ding. Und vor allem eine ganz klare Kaufempfehlung für jeden Fan von Boys Love Manga. So, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat diese Manga-Review gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr 7 Days? Wenn ja, welche Edition? Und vor allem,
wie euch die Reihe gefallen hat. Ich glaube, ich habe noch keine Person getroffen, die gesagt hat, 7 Days wäre scheiße. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr euch vielleicht jetzt die englische Edition holt oder ob ihr tatsächlich die deutsche Edition jagt. Oder halt nach wie vor auf der Suche danach seid, so ich eben bei Kanaki. Jetzt hoffentlich zurück, Tokio Pop, das bald mal nach, ey. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, zumindest sollte es nichts kosten, weil irgendwas bezahlt mal irgendwas gewaltig falsch. Ja, bleibt schon viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und bis morgen!